Heyo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Darksiders 2. Ja, in der letzten Folge hatte ich eigentlich gesagt, ihr habt... Lebwohl, vorerst. Nein, wir haben gerade erst angefangen, also nichts hier mit Lebwohl. Wir haben ja in der letzten Folge, habe ich ja gesagt, ich wollte während der Aufnahmepause... lebt die Hoffnung wieder auf. Jetzt halt doch mal die Fresse! Dass ich die die komischen Steinrelikt-Dinger da suche und während der Aufnahmepause die mal abknalle. Das werden wir jetzt doch in der Folge machen, aber zuvor reden wir doch mal mit ihr. Warum müssen die Kreationen mit einem Schlüssel erweckt werden? Der Geist durchströmt keinen Stein, es sei denn, du bahnst ihm einen Kanal. Dafür ist der Schlüssel. Er ist scharf genug, durch den Stoff des Lebens zu gleiten. Pass auf, wohin du damit zeigst. Bist du sicher, dass dieser Schlüssel etwas Besonderes ist? Valus scheint nicht sehr beeindruckt. Ja, er beklagt den Verlust seines Freundes. Valus hatte einen Freund? Ja, seinen großen Hammer, Knochenspalter. Er hat schon viele Riesen gefällt, aber Valus verlor ihn in einem Verlies westlich von hier. Das lastet schwer auf ihm. Wenn du meinem Bruder seinen Knochenspalter zurückbringen kannst, wird er dir dankbar sein. Und dir vielleicht eine ordentliche Waffe schmieden. Das klingt doch nach einem Plan. Was hatte Valus in einem Verlies zu suchen? Wir hofften, die zerstörte Schmiede darin wiederherzustellen. Aber sie wurde verdorben und von Meer und Ungeziefer überrollt. Wir entkamen so gerade mit unserem Leben. Und das war nicht Karns Verdienst. Dieser Bub hat euch geführt? Ja, zu dieser Zeit sahen wir darin kein Problem. Doch Karn würde alles tun, um sich zu beweisen. Ich fürchte, eines Tages wird er zu weit gehen. Schau dich um. Wir haben neue Ware. Neue Ware, sagst du, Schätzchen? Schreckliche Armklinge ist zu uns, aber... Schockschaden, Gesundheit bei kritischen Treffern und Zorn. Schon nicht schlecht. Aber ein bisschen zu teuer. Und wir wollen ja nur... Du kannst den Hammer gleich hinter dem Fjord finden. Steinvater sei mit dir, Reiter. Ja, so können wir viel uns Glück. Finde ich zu schlagen Schmiede. Mal sehen, ob wir das in der Folge auch noch schaffen. Wir wollen uns ja jetzt erstmal nochmal darum bemühen. Die Steinrelikte. Oder wobei... Gut, wir ändern den Plan, wir holen doch den Hammer und ich werde versuchen, das Ganze doch in der Aufnahmepause zu machen. Dann Karte. Falscher Knopf. Gussform. Was? Allgemeine Gegenstände? Da war die Truhe. Der Fjord. Ach, stimmt ja, hier. Da müssen wir hin, zur zerschlagenen Schmiede. Ja, reisen wir auch gleich mal mit Schnellreise hin. Und erledigen in der Folge einfach mal diese Nebenquest. Denn, wenn mich nicht alles täuscht, im Fjord war ja auch dieser eine leblose Golem. Wieder falscher Knopf. Aufgaben. Genau. Ja, wir schauen einfach mal hier drin. Irgendwie wird mir die Quest dazu gerade nicht angezeigt. Oder werden wir überhaupt Quest angezeigt? Ja, finde die zerbrochene Schmiede. Oder zerstörte Schmiede. Und genau da in der Mitte ist der Hammer. Jetzt die Frage. Wie kommen wir dahin? Ich
Der Gang war blockiert. Und im Wasser hatte ich jetzt nichts gesehen. Oder? Nee, hier war nichts. Lang. Er sagt, hier war er, sagt nichts. Gucken wir mal hier drüben im Wasser. Wenn man hier einfach mal gar nichts sieht. Hat die sogar so, dass man hier irgendwo hochkam? Oder können wir die Quest auch wieder erst später machen? Nee. Hier muss es. Ist auch rein gar nichts. Dient das Ding. Verdammt, bin ins Wasser gefallen. Im Wasser direkt ist aber auch nichts. Tauch mal. Ah! Ich bin nur so doof. Hammer hätten wir ihn wahrscheinlich auch schon vorher bringen können. Hätte ich diesen Gang einfach mal früher entdeckt. Was wollt ihr jetzt? Ich bin hier unten, ihr seid da oben. Die Verlieskarte. Yay. So, wieder umgeguckt. Wie ich sage ja, die Dinger fallen nämlich echt stark eigentlich auf. Deswegen sollte es eigentlich ein leichtes sein, die nicht zu übersehen. So, und was ist hier nicht mehr? Dann ab nach oben. Halt. Nee, das ist auch nichts. Komm, verprügeln Wasser. Das war's schon. Ihr drei? Ihr drei Lappen? So. Ist hier irgendwas? Da ist auch zerstört. Das ist der einzigste Weg hier. Aha. Aha. Also hier runter müssen wir so oder so. Ich mal diese geile Grafik an. Ach du Elend. Das sieht ja wieder mal richtig schön aus. Ah, ich sehe schon. Voila, und wir sind drüben. Aber, ah. Haarspalterei, sag ich dazu. Haarspalterei. So. Ist hier unten etwas?
Haben wir auch so einen hässlichen gelben Stein. Aber ist hier vielleicht noch irgendwas? Nope. Also müssen wir wieder hoch. Zack. Wobei, dahinter ist was. Zack. Zack. Hier kommt doch gleich ein Gegner. Gut. Zwei Gegner. Hochspießen. Zack. Weg mit dir. Weg. Das war schon. Lächerlich. Und wie komme ich jetzt dahin ran? Das wird wieder mal nicht erklärt. Ach, hier eine Seite. Zack. So. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das Ding nämlich in den Griff kriegen. Ich habe da nämlich eine kleine Idee. Ernsthaft, an der kleinen Kante? Ach, schade. Ich glaube, der kann weder klettern noch schwimmen mit den Dingern. Oder? Yep. Ach, dammit. Bin echt nicht mehr gegriffen? Schade. Sind wir hier? Stimmt ja, jetzt sind wir hier oben. Bitte öffnen. Danke. Einen Hebel. Oh. Nur mal an die Sofortsprengbomben reinzukommen. Ist klar. So. Halt denn. Bada boom, baby. Das wäre auch erledigt. Ernsthaft? Schon wieder du? Bams! Immer feste Druck. Weg mit dir. Oh, jetzt kommen die Klonviecher hier wieder in Massen. Rums. Nehmen wir einfach mal mit. Weg. Weg hier. Gut. Ah, das sieht doch schon besser aus als neue Rüstung. Haben wir. Ja, haben wir aufgesammelt. Nee, haben wir doch nicht aufgesammelt. Betrug. Ach, mir fällt auch gerade ein, wir haben ja haben doch auch noch. Ja, neue Handschuhe. Erstmal den Hammer. Können wir gerne mal anlegen. Und das legen wir jetzt auch mal an. Ach. Nochmal. Wir haben ja noch Fähigkeitspunkte. So. Unvergänglich. Erhöht die Gesundheit der gerufenen Ghule. Erhöht die Ghule-Gesundheit auf 103. Ne, um 103. Schwächung. Schade. Was? Schaden, den die Ghule verursachen wird, als Tod, als Zornesreifung wieder. Aha. Feurige Seelen.
das? Todsfeinde werden dazu getrieben, die gerufenen Ghule anzugreifen. Aegis. Tod umgibt sich ein Nekromantischer Schild um seine Verteidigung und seinen Widerstand. Ah. Oh, eher die Gesundheit der Ghule. So. Das Ding hat doch Wumms. Und wieder zwei Trüherchen. Aber an der Endstelle bin ich mir eigentlich immer sicher, dass wir da hinkommen. Oh, was für die Hände wieder. Ich sagte Hände. Ja, nehmen wir. So, ich gehe aber trotzdem nochmal kurz zurück, denn das lässt mir immer noch keine Ruhe. Halt! Nein! Ich bin hier runtergefallen. Ich schmach! So, jetzt nochmal. Oh, tot, dein Ernst? So. Mal hoch. Rüber. Hoch. Zack. Sind wir hier. Dann hier hoch. Ja, ich wollte sagen. Hey, du hältst jetzt ohne fest. So. Hier hinter sieht man doch, da ist doch was. Oder nicht? Sag ich doch, da muss man irgendwie mit einer Bombe hinkommen können. Aber weiß jetzt auch gerade nicht, kriegt tot denn noch irgendwas? Zum Packen. Ich komme von da nicht weg. Das Wasser kann ich auch ohne ablassen. Jetzt hör auf da. Und so. Nee. Ja, sobald ich ins Wasser gehe, der soll aufhören, sich hier irgendwo ranzupacken. Mit den Schnelldingern geht es ja auch nicht. Ja, da kommen wir ja nicht weiter. Hm. Echt ein bisschen frustrierend. Naja, müssen wir, falls wir irgendwas tun, mit dem wir wie Enterhaken-mäßig was hier gegriffen kriegen, kommen wir einfach nochmal her. Und wissen ja, dass da was ist, was auf uns wartet. Aha, aha. Ach du schon wieder. Kreations-Champion. Und nochmal drauf. Und nochmal drauf. Und nochmal drauf. Und au, nochmal drauf. Voll. Drauf. Au, 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 au. Ich hab Angst, ich hab Angst. Ach, ich hänge in der Ecke fest. Oh, oh. Ja.
Jetzt sieht's aber fett einen auf den Deckel. Du Rolle Drecksau. Ich sagte, jetzt sieht's fett auf den Deckel. So, Ruhe hier. Boah, das war jetzt ein knappes Ding. Der hat mir jetzt fast in den Tod gerissen. Hier ist nochmal heilen. Apropos tot gerissen. Das geht doch so in die Hose. Ich hab's geschafft. Yay. Schauen. Ist hier noch irgendwas? Nope. Aber hier haben wir was. War doch so klar. Nach unten wieder. Aber wir wollen erstmal nach oben. So. Da entlang. Ach, da ist eine Truhe. Rup. Ab nach oben. Hier rüber. Da will er mich aber noch nicht ranlassen, die Drecksau. Wo müssen wir denn hier lang? Da brauchen wir einen Skelettschlüssel. Wo die Truhe ist, haben wir gesehen. Ist hier wieder was im Wasser versteckt. Eine Tunnelung. Ups, zu weit. Ab nach oben. Nach oben. Ey. Jetzt taucht der auf. Zum Glück ist er schon tot. Das hätte ich ihn tot gemacht. Immer wieder mal gucken. Zack. Le Bomb. Immer noch nicht. Ich finde einfach diese Teile nicht. War hier nicht nochmal zum Springen? Warte mal. Nein! Dammit. Kommen wir nochmal hin? Schiete. Ja, sorry Leute, wir müssen nochmal. Denn tauchen. Ich hab da jetzt eine Vermutung. Wenn wir mit... Ja doch, ich weiß jetzt, wie wir an das eine Stück da rankommen werden. Trümmern wir uns aber, nachdem wir... Das Rätsel hier gelöst haben. Mit den. Ich hatte echt gedacht, dass man länger mit den. Upsala. Schnellzündbomben werfen muss oder sein muss. Aber man muss die Dinger eigentlich bloß. Da hätte ich mir noch was gesehen. Und einfach aus Prinzip. Ich muss eigentlich, dass das Ding doch noch in der Hand explodiert. Aber jetzt. Bingo. Zeig mir den Weg. Wollte ich zwar nicht, aber gut. Trüche. Komm zu Papa. Ah, 83. Naja, geht. So. Da lang müssen wir jetzt. Heißt. Wir müssen hier den ganzen Weg doch nochmal hoch. Hätte ich gleich oben bleiben können. Na toll. Und rüber. Zack. Na, fallen lassen. Zack. Und weiter geht's.
Dann wieder ab nach oben. Und in den nächsten Gang. Wo wieder eine Truhe auf uns wartet. Yay! I love Truhen. Aber hier ist auch Wasser. Erstmal zur Truhe. Runter. Achtet es wahrscheinlich, falls wir runterfallen. Aber ich muss trotzdem gleich im Wasser gucken, ob sich da wieder was versteckt. Oh, neue Sensen. Muss auch dran denken, die Besessenen können wir auch noch aufstufen. Verlieren wir wieder aber Feuerschaden, aber machen dafür immens mehr Damage. So. Gut, zurück ab ins Wasser. Tauchen ab. Denn wir müssen gucken, ob es hier wieder irgendwas gibt, was versteckt ist. Aber scheint nicht der Fall zu sein, oder? Nö. Also völlig umsonst. Zeit verschwendet. Ab. Oh. Nein, nicht nach unten. Halt, ist da oben irgendwas? Nö, da sehe ich auch nichts. Können wir runter. Ach du Elend. Ach du Elend. Och, nicht doch. Die Dinger hasse ich. Au, au. Ah, die Kopf auf. So. Meißelsteine halt. Ah. Och, nicht doch. Nicht der Große wieder. Der ist mir so schön hier. Der fucking Keks. Los heilen. Und wieder Kiste drauf. Und Schachmatt. Autsch. Ruhe jetzt. Ist jetzt Ruhe. Danke. So, dann haben wir den Meißelstein hoch. Ich glaube, denn... Haben wir jetzt sogar alles? Wir werden sehen, wenn wir wieder zurück in Dreistein sind. Oh. Mit dem heiligen Skelettschlüssel. Auch wenn die Nachricht immer wieder auf neu aufploppt, das nervt. Ja. Voila. So. Aber, meine lieben Freunde, die Folge ist vorbei. Ich werde mich jetzt gleich nochmal umschauen und schauen, ob meine Theorie klappt, dass wir noch an dieses ein Stück rankommen. Wenn ja, starten wir die nächste Folge wahrscheinlich von dort aus. Wenn nicht, dann sind wir wahrscheinlich hier wieder. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da und schaltet auch das nächste Mal zu einer weiteren Folge Darksiders 2 Definitive Edition ein. Bis dahin, gehabt euch wohl und ciao!